Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Primetime-Video. Und zwar habe ich mal aus den anderen Kanälen von meinen Mitarbeitern oder meinen Mitfreunden aus den Kanälen die Kommentare rausgesucht. Ja, und lese sie euch vor und gebe die Antworten. Und zwar ist die erste Frage von Lezo Schumler. Gute Frage oder guter Name. Sagen wir eher so, aber Kopf hoch. So, die erste Frage ist von Lezo Schumler. Und zwar. Warte einen Moment, ich lese sie mal ganz kurz. Ja, stimmt. Da. Lezo Schumler. Die erste Frage ist, wann die Karte rauskommen wird. Gute Frage. Jetzt mal ehrlich, Spaß beiseite. Das weiß ich selber nicht. Das wissen wir alle noch nicht. Wir hatten damals mal einen Plan aufgestellt, und zwar so ungefähr in 2 Jahren. Aber den können wir jetzt ganz zur Seite schmeißen, in die Tonne kloppen. Ich habe im Moment seit ungefähr 4 Monaten nicht so viel dran verändert, nicht viel gebaut. Habe auch im Moment keine Zeit. So. Die zweite Frage ist von Toastbrot HD. Auch geiler Name. Aber besser als Lezo Schumler. Die nächste Frage halt, wie gesagt, von Toastbrot HD. Und zwar, mit welchen Bussen wird die Karte antreten? Wir machen keine Busse selber. Aber wir kriegen einen gemoddeten Bus. Wahrscheinlich. Wäre cool, wenn er es schaffen würde. Und zwar, er baut uns Lavo in die ganze Facelift-Serie, baut er uns Lavo ein und in den Überland Citaro O405G baut er uns eine vierte Tür ein, hinten im Nachläufer. Ja, dann die dritte Frage von Alter, wie nennt ihr euch? Playbruns. Alter, Playbruns. Seine Frage ist, wie viele Linien hat die Karte? Das ist auch eine gute Frage. Wir haben so mit ungefähr 60, 70 gerechnet. Aber das ist zu viel. Zu viel für eine Karte, die standardmäßig gut aufgebaut ist und ein gutes Fahrnetz haben soll und nicht mit Backdrops wie Hashtag Gladbeck oder Hashtag Ruhrgebiet gebaut werden soll. Wir wollen versuchen, viel mit hübschen Baukünsten zu bauen, ja, und deswegen wird da nicht so viel sein. Wenn ich es schaffe, im nächsten Video sage ich euch dann die genaue Anzahl der Linien. Ich habe nämlich schon mit ein paar Leuten einen Plan aufgestellt. Ja, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und vorletzten sozusagen. Schon zur vorletzten Frage. Ja, genau. Frage Nummer 4. Frage Nummer 4 lautet, kann man Schwebebahn fahren? Okay, seinen Namen kann ich nicht richtig aussprechen. Irgendwie russisch. Preschkivnov oder so. Kopf hoch. Danke für deinen Kommentar, aber deinen Namen kann ich nicht aussprechen. Sorry, Kumpel. Und zwar, seine Frage war ja, wie gesagt, kann man auf der Karte Schwebebahn fahren? Nein, kann man nicht. Die Karte wird wahrscheinlich noch vor Wuppertal rauskommen. Aber vielleicht, da müssen wir uns mal mit denen absprechen. Mit den Nitschmann, ob wir eine Passage von der Schwebebahn benutzen dürfen. Vielleicht über den großen Kanal, der durch die Stadt führt, durch die dritte mittelgroße Stadt. Ja, da fragen wir ihn mal. Am besten dann irgendwann. So, die nächste und letzte Frage ist von den lieben Alter. Gut, dass ich die Namen damals nur aufgeschrieben habe oder vor ein paar Tagen nur aufgeschrieben habe und nicht
gesprochen habe. Auch wieder irgendwie Kopf hoch, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sorry, Kumpel. Irgendwie Pschinkekow. Pschinkekow. Das könnte wahrscheinlich sein. Pschinkekow oder so. Ist mir auch egal. Seine Frage war oder ist, ob wir Repaints dafür raushauen. Und zwar, welche Repaints dann auch. Repaints vorhanden. Ganz kurz so. Und jetzt eine extra Frage, die habe ich gerade noch gekriegt oder gesehen. Eine extra Frage ist, ob es für die Karte oder ob man für die Karte Geld bezahlen muss. Ja, ehrlich gesagt, muss man das. Wir tendieren zwischen 15 und 20 Euro für die Karte. Da steckt nämlich viel Blut drinne, Herzblut. Ja, genau. So, das war dann die sechste Frage. Ich verabschiede mich erstmal. Schaut gerne bei den in der Videobeschreibung verlinkten Kanälen rein. Die gehören nämlich zu meinem Team. Und ich würde mich oder wir würden uns über ein Like, über ein Abo und vielleicht auch über Teilen freuen. Oder wir würden uns auch über Teilen freuen. Joa. Nochmal diese ganz kurze Randinformation.